Hallo zusammen. Na, habt ihr es auch satt, zu Hause zu sitzen, genauso sehr wie wir? Ja, heutzutage ist Reisen keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber wir schlagen euch trotzdem vor, einen Stift in die Hand zu nehmen und schon jetzt einen Reiseplan für die Zukunft zu skizzieren. Welche Ziele darauf stehen sollten, werdet ihr gleich erfahren. Lasst uns loslegen. Ist es ein Golfplatz für Riesen oder ein Meteoritenkrater? Oder soll es eine Botschaft einer untergegangenen Zivilisation sein? Weder noch. Das Ganze ist viel einfacher. Es ist der sogenannte Hideaway Camping and Caravan Park, der in der irischen Stadt Skibbereen liegt und er wurde von Menschenhand geschaffen. Es handelt sich dabei um ein Werk aus der Kunstrichtung Land Art. Entworfen und gebaut wurde der Park vom US-Amerikaner James Turrell. Seht ihr übrigens den länglichen Steinblock in der Mitte des Kraters? Das ist kein Grab eines bekannten Ortsbewohners, wie man vielleicht annehmen könnte, sondern ein Ort für Meditation, wo sich jeder hinlegen könnte. Es heißt, von dort aus bietet sich ein herrlicher Blick in den Himmel. Wir sind uns sicher, dass ihr nie erraten werdet, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Ist es etwa ein Nachbau der Marsoberfläche? Elon Musk sollte ja möglichst gut vorbereitet sein, bevor er zum roten Planeten fliegt. Netter Versuch, aber daneben. In Wirklichkeit ist es eine der 8 bewohnten kanarischen Inseln namens Lanzarote, die oft als Insel der feuerspeienden Berge bezeichnet wird. Der Grund für die Namensgebung ist ganz einfach. Das, was ihr gerade seht, ist eine Vulkanwüste. Vor ein paar hundert Jahren fand hier eine Katastrophe von gewaltigem Ausmaß statt. Es kam zu einem gleichzeitigen Ausbruch von mehreren Dutzend Vulkanen. Am Ende war Lanzarote komplett von Lava und Asche bedeckt. Doch es verging nicht viel Zeit und man begann mit dem Anbau von Wein- und Obstbäumen, weil der Boden dadurch unglaublich fruchtbar geworden ist. Mittlerweile werden auf der Insel rund 2 Millionen Liter Wein pro Jahr produziert. Und der Spaß ist übrigens durchaus erschwinglich. Der Preis für den Wein liegt höchstens bei 10 Euro pro Flasche. Wow, das sieht doch genau wie die Kulisse eines Disney-Films aus. Da stellt man sich gleich vor, auf dem Gipfel des Felsens würde Pocahontas stehen und ein fröhliches Lied singen. Die entfernten Vorfahren der Prinzessin, nämlich die indianischen Ureinwohner, haben den Inselberg als heilig angebetet. Kein Wunder. Er ist über 200 Meter hoch und bietet einen majestätischen Anblick. Sein offizieller Name lautet La Piedra und er liegt in Kolumbien. Ein interessantes Detail an dieser Stelle, seht ihr die Beschriftung an der Nordseite des Felsens? Daraus sollte eigentlich der Stadtname Guatapé werden. Doch nachdem die Einwohner von El Peñol bemerkten, dass die Einwohner von Guatapé begannen, ihren Anspruch auf den Felsen dadurch zu unterstreichen, dass sie den Namen ihrer Stadt darauf malten, beendeten sie die Weiterarbeit durch einen Aufmarsch. Die Arbeiten wurden in dem Zustand beendet, in dem man die Buchstaben noch heute sieht. Wenn es auf der Erde einen Ort gibt, der dem Paradies am nächsten kommt, dann liegt er in Island. Schaut euch nur das fantastische Farbenspiel des Himmels und des Wassers an. Bei dem Anblick wird man sofort vom Wunsch gepackt, sofort dorthin zu reisen, nicht wahr? Nun, theoretisch lässt es sich machen. Dieser außergewöhnliche See, der unweit eines geothermalen Kraftwerks liegt, ist seit langem eine Touristenattraktion, was gar nicht verwunderlich ist. Man verliebt sich in diese Landschaft auf den ersten Blick. Die Wassertemperatur beträgt zudem fast 40 Grad Celsius. Traumhaft, oder? Gebt zu, dass ihr schon mal davon geträumt habt, die Schokoladenfabrik von Willy Wonka zu besuchen. Nun, im Gegensatz zu den essbaren Bäumen und Fabelwesen kann man diese Wasserfälle aus Schokolade in echt bestaunen, und zwar im US-Bundesstaat Arizona im Zeitraum zwischen März und April. Sie sind übrigens größer als die berühmten Niagara-Wasserfälle. Allerdings ist die Farbe das einzige, was sie mit Schokolade gemeinsam haben. Wir würden euch also auf keinen Fall empfehlen, davon zu kosten. Denn das Wasser besteht aus geschmolzenem Eis und Sand, der wohlgemerkt für seine Farbe auch verantwortlich ist und schmeckt nicht gerade nach Schokoladenfondue. Da hat man den Eindruck, als ob jemand mehrere Farbbeutel in einen Pool geworfen hätte. In Wirklichkeit ist es eine geothermale Quelle im Yellowstone-Nationalpark, die einen ziemlich beeindruckenden Namen hat. Er lautet Morning Glory Pool. Ihr fragt euch sicherlich, warum diese Quelle so bunt gefärbt ist. Normalerweise sehen Geysire ja völlig anders aus. Dafür sind spezielle wärmeliebenden Bakterien und natürlich der Mensch verantwortlich. Über mehrere Jahrzehnte hinweg haben Parkbesucher Münzen, Flaschen und anderen Müll in die Quelle geworfen. Mit der Zeit haben die ganzen Gegenstände ihre Zuführkanäle verstopft, wodurch sich das Wasser bläulich und gelblich rot gefärbt hat und die perfekten Bedingungen für die Vermehrung der Cyanobakterien entstanden sind. Vergesst die langweiligen Jugendherbergen und Hotels an der Küste. Es ist Zeit für etwas Spannenderes. Hättet ihr Lust, ein paar Tage in einem verlassenen Steinbruch zu verbringen? Keine Sorge, ihr müsstet weder im Zelt übernachten noch aus der Konserve essen. Denn das ist ein 5-Sterne-Hotel, das vor kurzem in Shanghai eröffnet hat. Es wurde innerhalb eines ehemaligen Steinbruchs gebaut. Dieser wiederum wurde teilweise zu einem See geflutet, sodass ein Teil des Hotels unter Wasser liegt. Die Anlage wurde zudem mit einem künstlichen Wasserfall ausgestattet, der aus den Fenstern mehrerer Hotelzimmer zu sehen ist.
Habt ihr jemals eine Muschel ans Ohr gehalten und damit den vermeintlichen Meeresrauschen zu lauschen? Nun, wenn ihr an so etwas Gefallen findet, solltet ihr die kroatische Stadt Zadar besuchen, in der sich ein architektisches Objekt namens Meeresorgel befindet. Ja, es ist wirklich ein Musikinstrument, dessen Töne durch die Wellenbewegungen des Meeres unter großen Steinplatten erzeugt werden. Wie das funktioniert? Die Wellen erzeugen beim Eindringen in die Rohre Luftdruck. Der Luftdruck wird zu einer relativ traditionell geformten, jedoch horizontal angebrachten Orgelpfeife geführt und erzeugt so den Ton. Es hört sich nicht gerade wie eine Symphonie an, aber trotzdem ziemlich beeindruckend. Das hier sieht definitiv nach einem NASA-Objekt aus, nicht wahr? Dem ist aber nicht so. Das ist ein Solarkraftwerk in der Wüste von Nevada, das nur 4 Jahre in Betrieb war. Es war ein vielversprechendes Projekt, allerdings nur in der Entwicklungsphase. Die Erwartungen, die man daran hatte, haben sich in der Praxis nicht erfüllt. Dafür bietet die riesige Anlage heute einen spektakulären Anblick. Insgesamt hat man an diesem Ort knapp 18.000 Spiegel aufgestellt. Okay, aber dieses Ding muss bestimmt was mit der Raumfahrt zu tun haben, oder? Nein, wieder falsch. Das ist das Dach des Peking-Mensch-Museums in Zhukutian. Als Peking-Mensch werden Fossilien bezeichnet, die man am Anfang des vergangenen Jahrhunderts in China entdeckt hat und der Gattung Homo zuordnet. Das Museum wurde direkt an dem Ort errichtet, wo sich die Kalksteinhöhlen befinden, die von unseren entfernten Vorfahren bewohnt waren. Und um die Anlage möglichst gut vor Regen und Wind zu schützen, hat man sie mit so einem ungewöhnlichen Dach versehen. Warum es wie der Rücken eines Gürteltiers aussieht? Ganz einfach, die Konstruktion besteht aus zahlreichen Platten, die viel Sonnenlicht und Luft durchlassen. Und das ist wichtig für die Aufrechterhaltung der natürlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Pocahontas haben wir ja bereits erwähnt. Jetzt ist Mulan an der Reihe. Kaum zu glauben, dass es ein real existentes Bauwerk ist. Aber das ist es wirklich. Es ist ein buddhistischer Tempel namens Wat Sam Phan, der unweit von Bangkok liegt. Er ist 80 Meter groß und diese Zahl kommt nicht von ungefähr. Laut der Legende war es das Alter, in dem Buddha verstarb. Das Markanteste an diesem Gebäude ist sicherlich der gewaltige Drache, der sich an dessen Außenseite 4-mal herumschlingelt. Man hat fast das Gefühl, als könnte er jeden Augenblick herunterspringen und beginnen, alles um sich herum zu verwüsten. Warum ist niemand früher auf die Idee gekommen? Das architektonische Glanzstück befindet sich in Flandern, was logisch ist, da die Region für ihre riesige Radfahrer-Community weltweit bekannt ist. Der unterhalb des Wasserspiegels angelegte Radweg führt mitten durch die Teichlandschaft De Vijgras in der Provinz Limburg und ist zu beiden Seiten mit Mauern befestigt. Ob sie ausreichenden Schutz vor Hochwasser bieten, ist unbekannt. Aber wir sind uns sicher, dass der Architekt dafür gesorgt hat. Stellt euch mal vor, ihr kommt in einer menschenleeren Wüste an und seht plötzlich tausende kreisrunde Stellen auf grünem Grund, die durch einen Ring aus hohem, dichtem Gras begrenzt sind, das aus der sonst dürftigen Vegetation heraussticht. Wissenschaftler zerbrechen sich seit mehreren Jahrzehnten den Kopf über dieses Phänomen. Die mysteriösen Kreise befinden sich in der Wüste Namibias. Etwas Ähnliches gibt es auch in Australien. Man geht davon aus, dass sie durch die Besonderheiten des Wachstums der Wüstenpflanzen oder durch das Verhalten der allgegenwärtigen Termiten entstehen. Aber die Theorie der Einheimischen gefällt uns besser. Sie besagt, dass das Gras von Feuer eines unter der Erde wohnenden Drachen versenkt worden wäre. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr sie auch mögt. Stellt euch mal vor, wie viele tolle Schnappschüsse man an diesem Ort machen könnte. Das ist Chefchaouen, eine Stadt in Marokko. Die Fassaden fast aller Gebäude in der Altstadt sind hellblau getüncht. Mit ein paar Spezialeffekten könnte man aus diesem Objekt durchaus das Auge Saurons machen. Kein Wunder, dass das Bauwerk im Volksmund Teufelsbrücke genannt wird. Guckt mal, ihr Halbkreis spiegelt sich im See und bildet einen vollständigen Kreis und das von jedem Betrachtungspunkt aus. Entscheidend ist nur der Wasserspiegel im See. Da fragt man sich, ob Menschen überhaupt dazu in der Lage wären, so etwas zu errichten. Wie die Geschichte zeigt, schon. Der Name des Architekten, der für den Bau dieser umwerfenden Brücke in Sachsen verantwortlich war, ist zwar unbekannt, aber dass es ihn gab, steht außer Frage. Allerdings sind viele Einheimische sicher, dass er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte. Außerdem halten viele Leute das Bauwerk für ein Portal zu einer anderen Dimension. Deshalb darf sie nicht mehr betreten werden. Das war natürlich ein Scherz. Der Grund dafür ist ein ganz anderer, nämlich sie ist inzwischen baufällig. Doch einige Touristen hält es nicht ab. Sie kommen hierher, um ein außergewöhnliches Schauspiel zu bestaunen, das nur einmal in 1000 Jahren stattfindet. Das ist die Gelegenheit, den Kanal Mentale Zuflucht zu abonnieren. Ihr werdet euch die Chance hoffentlich nicht entgehen lassen, oder?